Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Whisky-Verkostungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um einen neuen Whisky im alten Gewand, nämlich um einen Glenallachy exklusiv für Deutschland gebottelt aus PX Sherry, Portwein und Moskatelfässern. Die Brennerei Glenallachy liegt mitten im Whiskyherzen Schottlands in der Speyside. Dort wurde sie 1967, also noch gar nicht so lange her, gegründet und produzierte anfänglich bis 2017 vor allem für den Blended Whisky Markt. Das heißt für verschiedene Scotch Whiskys, die weltweit verfügbar sind und nicht als Single Malt, sondern als sogenannte Blended Whiskys verkauft werden. Der bekannteste davon ist vermutlich Chivas Regal und der Konzern dahinter, die Chivas Brothers, denen gehörte die Brennerei auch bis 2017. Dementsprechend hat die Brennerei große Rücklagen an Bourbon-fassgereiftem Whisky. Den nutzt man nämlich sehr, sehr gerne als Basis für einen Blend, um den dann mit verschiedenen anderen Fassreifungen wie Sherry, Wein etc. zu verschneiden und einen schönen, süffigen Blend daraus zu machen. Seit 2017 gehört die Brennerei allerdings Billy Walker. Der ist dafür bekannt, sehr aufgeladene, kräftige Whiskys abzufüllen. Und so macht er es auch seit nunmehr 7 Jahren bei Glenallachy. Das ist nämlich das, was die Brennerei seit 2017 auszeichnet, dass sie diese schön vorgereiften Whiskys hernehmen und dann in verschiedensten, aufgeladenen, kräftigen Fässern nachreifen, also finishen. Der Whisky, den wir heute im Glas haben, der wurde ebenfalls genau so hergestellt. Der wurde im Jahr 2012 destilliert und im Jahr 2023 abgefüllt. Wir wissen nicht ganz genau, in welchem Monat, deswegen gehen wir mal von einem 10 Jahre alten Single Malt Scotch Whisky aus. Und dieser wurde nachgereift, also gefinished, in Pedro Ximenez Sherry Fässern, Moscatel Fässern und Ruby Portwein Fässern. Abgefüllt wurde er exklusiv für den deutschen Markt, für den deutschen Importeur, den Generalimporteur von Glenallachy nach Deutschland, Kirsch Whisky. Die sitzen in der Nähe von Bremen und importieren nicht nur Glenallachy, sondern ganz, ganz viele andere Whiskys, aber auch Rum, Gin etc. Das Portfolio ist riesig. Es ist auch nicht die erste Abfüllung, die Glenallachy für Kirsch macht. Da gab es schon einige. Ich glaube, ich habe sogar hier auf dem Kanal schon mal die eine oder andere probiert. Wie gesagt, in diesem Fall zum ersten Mal 3 verschiedene Fasstypen zu einer sogenannten Cuvée verheiratet. Das ist ein Begriff, den kennt man vor allem aus dem Weinbau bzw. aus der Weinabfüllung, wenn man verschiedene Traubensorten Weine miteinander verschneidet, entsteht eine sogenannte Cuvée. Der Whisky, den wir uns heute schmecken lassen werden, das ist in diesem Fall ein sogenannter Cask Strength Whisky, also ein Whisky, der genauso wie er aus dem Fass kommt, auch in die Flasche kommt, also nicht nochmal mit Wasser herunterverdünnt wird. Er hat satte 54,9 Volumenprozent Alkohol, wurde weder gefärbt noch kühlfiltriert und liegt preislich so um die 80 Euro für 0,7 Liter. Was die Farbe angeht, sieht man sehr schön die kräftige Nachreifung in Sherry und auch Moscatel-Fässern. Also dieser leicht rötliche Einschlag vom Ruby Port, der fehlt mir hier noch so ein bisschen, aber man sieht auf jeden Fall, hier waren Starkweinfässer am Werk. In der Nase muss man sagen, er kann seine Fassstärke nicht verstecken. Man merkt, er ist kräftig, der da kommt ordentlich was mit. Das Ganze wird begleitet von einer schönen Orangenschale, beziehungsweise ich denke da immer an die Cocktailzutat Orangenblütenwasser. Das passt hier in der Nase ganz gut. Dazu kommt etwas Süßes von Honig, bisschen Karamell, bisschen Toffee, aber auch etwas Fruchtiges. Ich würde sagen, etwas von Kirschen und von Zartbitterschokolade. Jetzt nicht die Kombination, die ihr von Trash wie Mon Cheri kennt, sondern eine schöne, wertige
Zartbitterschokolade mit so einer ganz leichten Maraschino-Kirschennote. Diesen kraftvollen Antritt, den bringt er auch am Gaumen schön mit. Oh, aber diese Kraft, die transportiert auch ganz viel. Ich finde, die Schokoladennote, die auch schon in der Nase da war, die wird hier nochmal deutlich kräftiger unterstützt. Sie ist sogar noch ein bisschen herber. Also stellt euch vor, in der Nase waren es so 80% Kakao, jetzt sind wir so bei 95%. Also richtig schön herb, kräftig, aber keinesfalls irgendwie zu bitter oder so. Das Ganze kombiniert mit, bei den Fruchtnoten würde ich sagen, sind wir nicht mehr bei einer frischen Kirsche, sondern jetzt schon wirklich bei einer dunklen Rosine, bei einer Backpflaume angekommen. Und all das ummantelt von so einem schönen, cremigen Toffee-Karamell. Typisch Glenelachie macht er am Gaumen sehr, sehr viel Spaß. Und ich muss sagen, der Abgang, klar natürlich der Fassstärke geschuldet, auch den fast 11 Jahren im Fass geschuldet. Sehr, sehr lang, sehr komplex. Also es geht nicht in eine Richtung, sondern wir haben Süße, wir haben ein bisschen Bitterkeit, wir haben dieses Würzige, ne, vom Holzfass. Das ist das, was dann am Ende so hängen bleibt. So eine leichte, rosinige Holzwürze, die auch einfach immer noch am Gaumen festhängen bleibt und das wahrscheinlich auch noch die nächsten Minuten tun wird. Also hier habt ihr einen Whisky, von dem ihr sehr lange etwas habt. Sehr typisch Glenelachie, möchte ich sagen. Hier geht man jetzt nicht unbedingt krass neue Wege, aber das muss man auch nicht, weil das, was Glenelachie ausmacht, nämlich diese kräftigen, aufgeladenen Fassfinishes, die sind hier perfekt vereint. Und vor allem, wenn ihr Fans vom alten Label seid, also nicht von dem neuen, etwas zeitgemäßeren, sondern von diesem, ich möchte beinahe sagen, comichaften Look, dann kriegt ihr hier nochmal den alten Look ins Glas. Es gibt die da noch bei diversen Händlern, wenn ich mal so reingeschaut habe, ne, da steht er immer noch mit im Sortiment. Von daher, ja, ich finde auch für 80 Euro solider Whisky. Klar, ne, für 80 Euro gibt es auch schon ein bisschen ältere Whiskys, aber wir sind hier in der Fassstärke, da muss man immer bedenken, ne, Alkoholsteuer und so weiter, das ist, schlägt nochmal alles auf den Preis mit drauf. Von daher sind wir hier mit 80 Euro, ja. Ganz gut bedient, gute Preis-Leistung, ein sehr, sehr schöner Whisky. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für die krasse Sommerzeit, so wie wir jetzt hier haben, sondern eher so ein bisschen was für die etwas kälteren Tage. Da passt er perfekt hin, würde ich sagen. So ein typischer Oktober-, November-, Dezember-Whisky. Januar passt, glaube ich, auch noch ganz gut. Von daher, ja, ich würde sagen, klassisch Glenelachie, mir gefällt's. Das war's schon wieder mit meiner klitzekleinen Whisky-Verkostung. Diesmal mit dem Glenelachie 2012-2023 Cuvée Exclusively Bottled for Kirschwhisky. Hattet ihr schon mal einen Glenelachie im Glas? Wenn ja, welcher war das und wie gefallen euch die Abfüllungen? Schreibt mir das gern mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr von mir wirklich gar nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt hier meinen YouTube-Kanal abonnieren und da geht's zu meiner letzten Whisky-Verkostung. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende, sage Slange und bis zum nächsten Mal.